so siehst du immer noch Muslime, die immer noch sehr, sehr nachlässig und faul sind bezüglich Salat al-Jumma. Bruder Abdelhamid, ich muss arbeiten. Hast du mit deinem Chef geredet? Nein. Warum? Ich schäme mich. Red doch erstmal mit deinem Chef, Bruder. Hallo, Herrn Jürgens. Unangenehmes Gespräch. Haben Sie 2 Minuten? Ja. Es ist so, dass ich religiöser geworden bin. Mir ist es selbst auch unangenehm, mit Ihnen darüber zu sprechen, weil ich es bis jetzt nicht gemacht habe. Aber ich finde, der passende Zeitpunkt ist gekommen. Ich schätze Sie als ein Mann mit Werten ein. Ich brauche irgendwie eine Möglichkeit, zum Freitagsgebet zu erscheinen. Können wir vielleicht diese eine Stunde abziehen und am Ende dranhängen? Oder können wir vielleicht im Minus gehen? Irgendwie einen gemeinsamen Nenner finden. 95% der Muslime haben das nicht gemacht. Weil sie Angst haben. Sie haben Angst, mit ihrem Chef zu reden. Das ist nicht, was ein Muslim macht. Wir haben vor niemandem. Oder wir haben vor niemandem Angst. Nur vor Allah. Lüge. Du hast vor Jürgens Angst. Die Vernichtung dieser Dunya, die Vernichtung der Menschheit, wird an einem Freitag sein. Es gibt manche Gelehrten, die sagen, in der Stunde von Salat al-Jum'ah. Andere sagen, kurz vor Maghrib, wo Adam a.s. erschaffen worden ist. Das ist der Sebeb, warum ist Salat al-Jum'ah abhängig? Weil Allah Adam an diesem Tag erschaffen hat. Weil Allah subhanahu wa ta'ala Yawm al-Qiyamah an diesem Tag geschehen lassen hat. Und an diesem Tag ist ein Tag der Rückkehr. Ein Tag für Zeichen für Allah, mein Herr. Ich weiß, ich bin schlecht und ich weiß, ich habe zu viele andere Interessen. Ich arbeite und arbeite und arbeite und arbeite. Vielleicht verpasse ich Gebete. Aber Freitag, mein Herr, gehört dir. Weil ich weiß, du wirst diese Dunya vernichten. Und Allah bringt dir bei, mein Diener, guck mal, alles ist gut, alles ist schön. Mach, was du machen willst. Tu, was du willst. Ess, was du essen willst. Lieb, was du lieben willst. Yawm al-Jum'ah, Salat al-Jum'ah ist eine Ermahnung für dich. Ich werde euch alle vernichten. Entscheide du jetzt, welchen Weg du einschlagen willst.